Hallöchen, seid ihr natürlich wieder herzlich willkommen hier zu Dragon Ball Legend bei mir auf meinem Kanal. Ich bin euer Storm und ich habe wieder neue News, beziehungsweise was das Update betrifft, was wir bekommen haben. Und dazu gehen wir natürlich auch gleich mal rein in die Spiele-App des Dragon Ball Legends unter News und schauen uns das Ganze hier mal natürlich an. Und ich weiß, liebe Freunde, ihr werdet euch bestimmt auf eine Sache tierisch freuen. Dazu kommen wir aber zum Schluss oder zum Mitte des Videos. Also dranbleiben und nichts verpassen und jetzt vielleicht auch schon den Abo-Button drücken, damit ihr hier in zukünftig nie wieder was verpassen werdet, was das Spiel Dragon Ball oder auch andere Projekte betrifft, News, Updates und etc. So, dazu gehen wir jetzt erstmal hier rein in diesen schönen neuen Login-Bonus-Informationen, denn wir haben wieder einen neuen Login-Bonus bekommen, 14 Tage und das Ganze nennt sich Mondneuer Login-Bonus. Ich frage mich natürlich eigentlich, warum Mond-Login-Bonus, also Mond-Neujahr. Neujahr hatten wir ja schon. Ich meine, wir haben zwar ein neues Jahr, aber okay. Egal, ist egal. Auf jeden Fall, ein neuer Login-Bonus ist natürlich wieder für uns da und da freue ich mich ehrlich gesagt sehr drauf, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, die Login-Bonusse, die finde ich immer genial, was Bandai Namco raushaut. Also kann man nicht sagen, weil die schmeißen uns so viel Zeug immer in den Rachen rein, was sie eigentlich normalerweise gar nicht machen müssen. Aber sie machen es und das finde ich gut. So, wir haben natürlich wieder das 14-tägige Login-Bonus, wo wir hier wieder ziemlich viele Sachen kriegen am Tag 1. Zeitkristalle kriegen wir schon mal gleich am ersten Tag 50 hinterher geschmissen. Genauso wie 10-fache Schwerkraftvorsichtung, also ne, diese Schwerkraftbindungsgenöns für unsere Trainingseinheiten, unsere Charaktere, was natürlich auch wichtig ist, denn wir müssen sie ja auch hochleveln. Dann Tag 2 haben wir wieder Energiekupon und. Tag 3 wieder Pässe. Tag 4 Energiekupon mal 2, was auch sehr, sehr gut ist. Freipässe, also es gibt dann hier ab Tag 7 wieder 50 Zeitkristalle und es gibt natürlich auch wieder ab Tag 14 die letzten 50 Zeitkristalle. Ich finde es gut, ich finde es mega, denn meines Erachtens könnten die so in diese Login-Bonus ein bisschen mehr Kristalle immer reinschmeißen. Also, aber wenn sie jetzt schon wieder anfangen mit Kristalle, könnte es vielleicht in Zukunft wieder was Großes kommen, was richtig dickes Großes. So, das ist natürlich unser neuer Login-Bonus. Der geht natürlich 14 Tage, liebe Leute. Das dürft ihr nicht vergessen. Wir haben ja auch noch einen alten Login-Bonus, wo wir auch immer noch unsere Tickets bekommen, was natürlich auch mega geil ist. Und in Zukunft wird jetzt hier auch wieder ein Opening-Video kommen, wenn ich die Tickets halt zusammen habe. Auch die gesammelten Tickets, die ich habe, wird auch wieder ein Opening kommen. Ne? Also schön dranbleiben, abonnieren und Glocke aktivieren und ihr werdet nichts verpassen. So, das war der Login-Bonus. Dann kommen wir zu die Event-Charaktere Verstärkungskampagne. Und zwar ist da natürlich auch wieder was Neues passiert. Wir haben hier Kampagne 1. Ne? Nur für kurze Zeit. Die Erfahrungspunkte der Hauptstory werden verdoppelt. Das ist, finde ich gut. Die Erfahrungspunkte, dass die in der Hauptstory verdoppelt werden. Für diejenigen, die vielleicht eventuell noch nicht die Hauptstory abgeschlossen haben, kommt das echt zugute. Ne? Und Erfahrungspunkte, wenn wir mal ehrlich sind, können wir immer gut gebrauchen. Dann Kampagne 2, für kurze Zeit Zini in der Hauptstory fünffach erhöht. Fünffach erhöht, liebe Leute. Jetzt frage ich mich an der Stelle, ist es auch für die Leute, die das schon absolviert haben, dass sie in die Hauptstory einfach reingehen können und einfach da, sage ich jetzt mal so, diese fünffache Zini fahren können? Wenn ja, wäre das geil. Wenn ihr mehr darüber weißt, schreibt es mir in die Kommentare. So, Kampagne 3 haben wir natürlich auch verfügbar für kurze Zeit. Trainingseinheit halbiert. Es läuft eine Kampagne in der Trainingszeit halbiert. Die Trainingszeit an alle Trainingsorte wird halbiert. Also das heißt im Prinzip, die normale Trainingszeiten, die wir bis jetzt immer hatten, die werden jetzt quasi halbiert. Und das finde ich auch ziemlich cool. Da brauchen wir nicht mehr so lange warten. Und können dann gleich wieder eine neue Trainingseinheit starten. Finde ich geil. Finde ich echt geil, Bandai Namco. So, Kampagne 4, zeitlich limitierte doppelte Trainingserfahrungspunkte. Das ist, glaube ich, auch interessant. Es läuft die Kampagne, die den Trainingserfahrungspunkte verdoppelt. Trainiert ohne Ende und erhöht die Levels. Also, das heißt jetzt im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Trainingseinheiten, die ihr absolviert für eure Charaktere zum Level, dass die jetzt verdoppelt werden. Also ihr kriegt jetzt doppelt so viele Erfahrungspunkte halt in der Trainingseinheit,
wenn ihr eure Charaktere zum Training schickt. Mega geil. Finde ich gut. Finde ich gut. Müssen sie nicht machen. Finde ich aber geil. Was natürlich auch sehr, sehr gut ist, unser Legend Road Event, liebe Leute. Und das finde ich wiederum richtig geil. Das wird spätestens, denke ich mir mal, morgen erscheinen. Wenn ihr heute das Video seht, am 5.2. wird morgen am 6.2. denke ich mir mal, auf Mittwoch das Legend Road Hope verfügbar sein. Ansonsten allerspätestens Freitag. Aber ich gehe davon aus, dass das morgen schon verfügbar sein wird hier im Spiel. Und ich freue mich ehrlich gesagt sehr drauf. Ich persönlich bin gehypt. So, bereite dieses Event-Charaktere mit Element Blau vor. Das hatte ich euch auch schon im letzten News-Video gesagt gehabt. Ihr kämpft in diesem Event mit Charakter von Element Rot. Das heißt, ihr müsst natürlich eure Element Blau Charaktere trainieren. Aber ihr müsst natürlich vorsichtig sein, denn ich habe mich schon mit einem Kollegen, also mit einem Kumpel unterhalten. Denn wenn ihr da diese ganzen Herausforderungen abschließen wollt in dem Event, müsst ihr auch mal ein paar blaue Charaktere haben, die nicht so hoch gelevelt sind auf 2000, damit ihr vielleicht von der Stärke her euch ein bisschen anpasst der Charaktere, die ihr bekämpft, um die Herausforderung quasi zu absolvieren. Weil manchmal ist es ja so, dass ihr entweder eine Superattacke einsetzen müsst oder eine Hauptfähigkeit benutzen müsst oder so und so viel Schlagattacken. Und wenn ihr dann aber schon mit einem 2000er blauen Charakter in den Kampf geht und ihr macht da eine Schlagattacke, ist der Gegner weg. Ja? Also achtet so ein bisschen drauf, dass ihr auch blaue Charaktere habt, die nicht so gleich so overpowered sind. So, das ist hier unser neuer Trunks Teenager. Und da, liebe Freunde, gehen wir jetzt mal auf Twitter, denn Twitter hat, Bandai Namco hat auf Twitter nämlich was richtig gut gepostet und das will ich euch nicht vorenthalten. So, und da sind wir natürlich auch schon auf Twitter angelangt. Ich habe hier schon das Video für euch parat, das wir jetzt abspielen. Da wird uns gezeigt, wie unser neuer Trunks aussieht und mega, mega geil. Also wir spielen das mal ganz normal ab hier. So, unser Trunks wird natürlich attackiert von C-17. Unser Gohan kommt zur Hilfe, der wird attackiert, ebenfalls von C-17 sogar besiegt. Jetzt kommt Trunks ins Spiel und was ist? Ja, mächtige Saiyajin-Verwandlung. Und ich glaube mir auch, zu diesem Video gibt es natürlich auch den Beitrag, ist ja ganz klar. Den schauen wir nämlich uns jetzt mal an. Und zwar steht hier Folgendes drinne. Ich habe das Ganze mir mal hier parat auf meinem Bildschirm. Future Trunks coming soon. Also, es wird kommen. Er ist da. Verwandeln Sie sich in einen Super Saiyajin mit seiner Hauptfähigkeit. Das heißt, mit seiner Hauptfähigkeit, so wie ihr das vom Broly kennt. Zack, grüne Hauptfähigkeit. Bam. Und ihr werdet zum Super Saiyajin. Das gleiche ist mit Charlotte. Es ist mega geil. Danke Bandai Namco. Danke dafür. Mehr solche Saiyajins raushauen. Mehr solche sowas raushauen. Mehr solche Saiyajins rauskloppen, wo wir selbst uns verwandeln können nach Belieben. Das ist geil. Das ist mega geil. Also ich persönlich feiere das richtig tierisch. Also mega geil. Hauptfähigkeit, blablabla, Erwachen der Trauer. So, der Wille zu erben mit Trunks einzigartige Fähigkeit, die Ki Recovery drastisch anzuheben. Von Gohan besiegt ist. Erhalten Sie den Gohans Willen und ändern Sie die Zukunft. Also, wir müssen Gohans Willen natürlich aufrechthalten und wir müssen quasi auch den Willen von Gohan aufrechthalten und in unserer Superverwandlung natürlich die Gegner besiegen. Das werden wir tun. Das werden wir tun. Vielen Dank dann bei Namco schon mal an der Stelle für den neuen Trunks, den wir uns hier free to play erfarmen können. Was auch wiederum mega geil ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mehr davon. Mehr davon. Wir brauchen mehr free to play Charaktere. Das ist eine gute, richtige gute Abwechslung dafür. Ich weiß, ich bin nur ein kleines Licht. Bei der Namco wird mein Video nicht sehen. Ich bin nur ein kleiner YouTuber. Größere haben mehr Reichweite. Aber ich finde, wenn ihr auch der Meinung seid, dass wir mehr Free-to-Play-Charaktere haben können und natürlich auch mehr Saiyajins, wo wir selbst verwandeln können, dann teilt das Video, verbreitet das Video. Ne? Sagt es euren Freunden, gebt Kommentare, gebt ein Like nach oben, whatever. Aber wir brauchen mehr solche Charaktere hier im Spiel, finde ich. Und aber wir gucken uns auch nochmal
Wir gucken uns auch nochmal hier unten die ganzen Login-Bonus-Dinge an. Die haben wir ja natürlich auch hier verfügbar. Die gehen nämlich von... Ups, natürlich, gucke ich mal hier. So, und zwar haben wir hier auch nochmal unser Mond-Neujahr-Login-Bonus. Also an jedem Tag des Login gibt es verschiedene Geschenke. Deluxe-Belohnungen sind Kronkristalle, also Kristalle, Glöckchen, ne, diese Silberglocken, die wir hier haben im Spiel. Und natürlich noch ganz andere Sachen, also Coupons und dann diese Dinger, ne? Also finde ich auch mega cool. Und das Ganze geht natürlich 14 Tage. Und geil, finde ich mega geil. So, dann haben wir natürlich hier auch noch nächste Ding. Vier Arten von Training und Upgrade-Kampagnen sind hier. Meine Story, also in Story zweimal Erfahrungspunkte und also doppelt so viele Erfahrungspunkte quasi und fünffach mehr, also mehr Zeni und all sowas in der Story halt. Und das ist auch richtig, richtig cool. Finde ich geil, finde ich mega geil. Ich hoffe, ihr seid natürlich zufrieden mit diesem kleinen News-Update hier an den heutigen Tagen und freut euch genauso schon so wie ich auf den Let's Road Hope Event mit Trunks und auf diesen wunderschönen Teenager-Charakter. Das ist ja Teenager-Charakter von Trunks. Wenn natürlich euch das Video jetzt gefallen hat, dann schreibt es ruhig mal in die Kommentare, was ihr so von diesem Event haltet. Ansonsten sage ich ciao, ich bin raus, euer Storm und wir sehen uns in einem nächsten Dragon Ball Legend Video oder natürlich auch in anderen Projekten hier bei mir auf meinem Kanal. Abonnieren nicht vergessen, tut euch nicht weh und kostet auch nichts. Ich sage ciao, habt einen schönen Tag.